Vom starken Saisonstart ist beim BVB nicht mehr viel zu merken. In der Liga einen 5-Punkte-Vorsprung verspielt, in der Champions League kaum noch Chancen auf das Achtelfinale. Im Rückspiel gegen Nicosia hilft nur ein Sieg, um die Minimalchance auf ein Weiterkommen irgendwie noch zu wahren. Wenn das noch nicht vorbei ist, dann muss man daran glauben. Wenn da noch eine Chance ist, und wie klein die auch ist, dann muss man dafür gehen. Also, das werde ich machen. Und das wird die Mannschaft auch machen. Die Spieler in der Kritik, die Spielphilosophie des Trainers in der Diskussion. Doch Bosch gibt sich gelassen, obwohl die Spielweise der Dortmunder, wie zuletzt auch gegen Hannover, deutlich aus der Balance geraten ist. Klar haben wir einen Plan B. Die haben wir auch, wenn man sich das richtig anschaut, auch mal gesehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gesprochen haben und gearbeitet haben am Plan A. Weil Plan A war nicht richtig gegen Hannover. Wenn wir Plan A sehr gut gemacht haben, dann haben wir auch nicht vielleicht diese Frage bekommen. Also ich habe sehr viel gesprochen und gearbeitet am Plan A. Mit Plan A oder mit Plan B, der BVB braucht dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis. Und vor allem auch die Tore von Pierre-Emerick Aubameyang. Wenn aber kein Tore schießt, dann, das ist bei aller Stürme, dann wird Kritik kommen und dann wird man darüber reden. Aber wenn Auba hart arbeitet, wenn die Mannschaft gut spielt, ihm Chance herausspielt, dann wird das wieder gut. Und jede Saison hat alle Stürmer haben ein, zwei, drei Spiele, dass die vielleicht mal nicht treffen. Und das ist jetzt bei Auba so. Aber ich bin sicher, auch wenn ich ihn heute wieder beim Training sah, dann wird das schnell wieder rumgedreht werden. Gerade einmal ein Punkt nach 3 Gruppenspielen. Gewinnt der BVB nicht gegen Nicosia, wäre sogar Platz 3 die Europa League in Gefahr.